des Kreuzes, das Azemaskal, mit dem zugleich der beginnende Frühling und das Ende der Regenzeit gefeiert wird. Mit dem Maskalfest fängt in Äthiopien das neue Jahr an, für das die Priester Segen und Wohlergehen und Kraft und Gesundheit für den Kaiser erbitten. Mittelpunkt der Feier steht nach uraltem Brauch die Überreichung von kreuzförmig gebundenen Frühlingsblumen durch den Erzbischof an alle anwesenden Würdenträger. Umrahmt wird das feierliche Zeremoniell von den temperamentvollen Tänzen und Gesängen der Priester. Der religiöse und geschichtliche Hintergrund offenbart sich im eigentlichen Maskalfest, das zu einem Feiertag für die gesamte Bevölkerung wird. Die Einwohner erscheinen mit langen Stöcken und einem Blumenkreuz als Symbol der erblühten Landschaft und zur Erinnerung an die Entdeckung der Reliquien des wahren Kreuzes durch Kaiserin Helena. So wie überall an diesem Tag wird in der Mitte des Hauptplatzes ein Holzstoß, eine Damara, errichtet. Der Erzbischof erteilt seinen Segen und von den Priestern geleitet gehen der Kaiser und sämtliche Würdenträger dreimal um die Damara herum. Am Rande des Platzes warten bereits Zehntausende von Einwohnern in ihren festlichen weißen Schamas. Sie kommen gruppenweise aus jedem Viertel der Stadt. Vor dem Kaiser und der kaiserlichen Familie vereinigen sie sich dann zu einem stundenlangen Umzug, singend und tanzend. Und jeder wirft seinen Stock auf den Holzstoß, bis endlich ein einziger großer Scheiterhaufen entsteht. Aber
Nach dem Vorbild der Kaiserin Helena im Heiligen Land vor 1600 Jahren wird am Abend ein riesiges Leuchtfeuer entzündet. Das ist der lang erwartete Augenblick für die Jugend, die das Schauspiel mit leuchtenden Augen verfolgt und mit freudiger Ausgelassenheit das Fest des Jahres feiert. Yeah!